Tata Sadeva Vande Gauru Sri Charanada Vinda Kitvaiva Triptin Bhajata Sadeva Vande Guru Sri Saranaravinda Nekunja Yuno Rati Kelly Sidai Yayali Bi Yukti Rapekshaniya Satrati Dasya Ativala Bhasya Vande Guru Sri Saranaravinda Tatadi Daksa Rati Vallabhasya Vande Guru Sri Charanaravindam Tatadi Tena Samatya Sastra Ukyatka Tava Yatrai Vatati Tatadi Tena Samatya Sastra Ukyatka Tava Yatrai Vatati Kintu Prabhoya Priya Vatasya Vande Guru Sri Saranaravindam Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Kotopi Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Kotopi Jayam Sovam Satya Yatakti Sandhyam Vande Guru Sri Charanaravindam Jayam Sovam Satya Yatakti Sandhyam Vande Guru Sri Charanaravindam Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhu Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Vindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Padi Devi Satyavachai Namo Namaha Vindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Vindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Padi Devi Satyavachai Namo Namaha Vindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Padi Devi Satyavachai Namo Namaha Vindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Padi Devi Satyavachai Namo Nama Jai Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pasaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Bachayane Nivisesha Sunyavadi Paskatyade Satayane Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi
Tulasi Devi Jaya, Tulasi Devi Jaya, Tulasi Devi Jaya, Tulasi Devi Jaya. Jaya Vende, Jaya Vende, Jaya Vende, Jaya Shri Vende. Vindaya Chasadevyaya Priyaya Kesavasacha Vishnu Bhakti Kari Devi Satya Bhakti Vindaya Itulasidivyaya Priyaya Kishavasacha Vishnu Bhakti Padidevi Satya Vachaya Namo Namaha Vindaya Itulasidivyaya Priyaya Kishavasacha Vishnu Bhakti Padidevi Satya Vachaya Namo Namaha Vindaya Itulasidivyaya Priyaya Kishavasacha Vishnu Bhakti Padidevi Satya Vachaya Namo Namaha Vindaya Itulasidivyaya Priyaya Kishavasacha Vindayai tulasi devyai priyayai keshavasacha Vishnu bhakti padidevi satyavachaya namo namaha Jai Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pasaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pachayane Nivisesha Sunyavadi Paskatyari Satayane Ich weise meine achtungsvollen Ehrbietungen allen Beispielen Gottes Herrn, die gleich mir Wunsch und die Wünsche, dass ich erfüllen kann, sind voller Mitleid mit den Gefallen, mit den Gesehen. Dies erzählt mein Wort, haben wir jetzt. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu evacha patitanam pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shate tanya prabhu nityananda. Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Thank you.
Namaste, Sarasvati, Dede, Gola, Vani, Pachani, Vishesha, Sunya, Vadi, Paskacha, Adisatvati. Hare Krishna, liebe Devotis, schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Tut mir leid, dass wir nur eine kleine Runde sein können. Aber ich glaube, wir sollten so kleine Sachen öfter mal machen, damit wir, wie Daniela sagte, enger zusammenkommen können und so und den Faden nicht verlieren, trotz Lockdown und Schwierigkeiten. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen und die Anweisungen des Landes vorbei. Wenn die Leute sehen, dass wir uns daran halten, gewinnen die Vertrauen an uns. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen. Wir sind ja schon Exoten, weil wir ja schon tatsächlich von diesem sozialen, normalen, materiellen Dasein nicht hundertprozentig teilnehmen, sondern nur bis zu einem bestimmten Grad absolut notwendig. Und uns unterscheidet uns von dem Normalen nicht durch Querdenken oder Revolution oder sich weigern, sich zu fügen. Das ist nicht unsere Besonderheit, das machen andere. Unsere Besonderheit ist, dass wir Krishna als Gott anerkennen und Krishna verehren und in Krishnas Dienst unterwegs sind. Das ist Hare Krishna, liebe Devotis, schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Tut mir leid, dass wir nur eine kleine Runde sein können. Aber ich glaube, wir sollten so kleine Sachen öfter mal machen, damit wir, wie Daniela sagte, enger zusammenkommen können und so und den Faden nicht verlieren, trotz Lockdown und Schwierigkeiten. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen und die Anweisungen des Landes vorbei. Wenn die Leute sehen, dass wir uns daran halten, gewinnen die Vertrauen an uns. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen. Wir sind ja schon Exoten, weil wir ja schon tatsächlich von diesem sozialen, normalen, materiellen Dasein nicht hundertprozentig teilnehmen, sondern nur bis zu einem bestimmten Grad absolut notwendig. Und uns unterscheidet uns von dem Normalen nicht durch Querdenken oder Revolution oder sich weigern, sich zu fügen. Das ist nicht unsere Besonderheit, das machen andere. Unsere Besonderheit ist, dass wir Krishna als Gott anerkennen und Krishna verehren und in Krishnas Dienst unterwegs sind. Das ist unsere Besonderheit. Und diese Besonderheit ist exotisch genug schon für die meisten Leute. Und dann müssen wir nicht noch obendrauf demonstrieren, das, was da draußen, das ist alles nur Politik, das ist alles nur Quatsch, das ist alles nur vorgemacht. Jemand mag eine persönliche Meinung haben oder eine politische Meinung dazu haben, aber der Tempel ist nicht der Platz, wo wir sowas besprechen und austauschen. Das muss woanders stattfinden. Wenn ein Devotee
noch genug Zeit hat, um sich überhaupt mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil eigentlich sind wir ja 100% 24 Stunden am Tag mit Krishna beschäftigt, dann haben wir gar keine Zeit dafür. Außerdem gar kein Interesse. Außerdem ist es eine der Richtlinien, die Prabhupada uns gesagt hat, mentale, eine der vier regulativen Prinzipien, mentale Spekulation. Weil alle diese politischen Sachen sind teilweise reine Spekulation. Weil Wissen tut kein Mensch, was wirklich hinter der Bühne stattfindet. Oder die wissen nur ein bisschen was davon. Und dann denken die, ah, so. Und das ist eine der regulierenden Prinzipien, dass wir vermeiden, diese Spekulationen nachzugehen. Und unsere Aufgabe ist wirklich, an Krishna zu denken, sich für Krishna interessiert, jetzt ist das Baby da. Was passiert? Das ganze Bewusstsein geht dahin. Das wird dahin gezogen. Und wir wissen alle, es kann ein Raum sein mit 100 Leuten. Wenn ein kleines Kind reinkommt, alle gucken da, oh, wie süß. Das ganze Bewusstsein geht dahin. So, alle diese Sachen, die nehmen uns die Achtsamkeit weg von Krishna. Und wir müssen lernen, oh, jetzt bin ich wieder abgelenkt, Verstand wieder auf Krishna zurückzubringen. Und irgendwann, wenn man das macht und wieder und wieder und wieder, irgendwann gewöhnt sich der Verstand daran. Genauso wie der Verstand sich daran gewöhnt, zu trinken, zu rauchen oder so viele andere Sachen zu machen. So sehr, dass man irgendwann eine Abhängigkeit bekommt davon und sich gar nicht mehr ohne weiteres loslassen kann. So muss man eigentlich diese Abhängigkeit von Krishna haben, dass auch wenn man wollte, könnte man von Krishna gar nicht mehr weggehen, weil die Sinne, der Verstand, die Augen, die Ohren, der Geschmack, der Touchsinn, alles ist so in Krishna absorbiert, dass man gar kein Interesse hat für irgendwas anderes überhaupt. Und dann kann meinetwegen die Welt da draußen untergehen. So wurscht. Krishna, alles was da passiert, ist nur möglich, wenn Krishna es erlaubt. Krishna hat die letzte Kontrolle für alles das, dieses materielle Dasein und insbesondere für seine Devotis. Er kümmert sich um seine Devotis. Und dann müssen wir sicher sein, wir sind unter Krishnas Schutz. Wir arbeiten für ihn. Nebenbei machen wir noch ein bisschen was, weil wir nun mal leben müssen, essen, schlafen, Platz haben, brauchen und so weiter. Aber Krishna, wir müssen zu dieser kompletten Überzeugung kommen, unter allen Umständen ist Krishna da und er kümmert sich und er schützt mich. Auch wenn ich das gerade nicht sehe oder das gerade nicht verstehe oder gerade unheimlich leide und gerade passt mir das überhaupt nicht und gerade bin ich so krank und gerade tut mir alles weh und alles das. Trotzdem, Krishna ist da. Er passt auf uns auf und wenn es für uns gar nicht mehr geht, weil die Schwierigkeiten so groß geworden sind, dass wir die überhaupt nicht meistern können und dadurch gezwungen sind, mal aufzugeben und an eine Stelle zu sein, wo wir komplett platt sind, weil wir so fix und fertig sind, dann sehen wir eigentlich zu viel Lebenskraft zum Sterben. Nicht genug, um zu richtig leben. Also sind wir total in der Zwickmühle und dann plötzlich denkt man, es bleibt nur noch Krishna. Ist doch egal, ob ich jetzt dagegen ankämpfe oder dies oder das. Krishna weiß schon, was er macht. Ich muss mich nur ihm hingeben. Und alles wird sich regeln von selbst. Und natürlich im Herzen, da ist auch eine große Arbeit, die zu machen ist. Wir sind alle in diesem materiellen Dasein, weil wir materielle Wünsche haben. Hätten wir keine materiellen Wünsche, wären wir alle nicht da. Und daher die Tatsache, dass wir in diesem materiellen Dasein geboren sind, ist der Beweis dafür, dass wir materielle Wünsche haben. Und die sind im Herzen und die wirken. So, wenn man bestimmte Wünsche hat, sollte man immer versuchen, die in Krishnas Dienst zu stellen. Dann werden die gereinigt. Und wenn Krishna meint, das ist ein schöner Dienst für ihn, dann kann man da so viel Lust danach haben, Krishna mit dieser Sache zu dienen. Wenn aber Krishna meint, er braucht das nicht,
dann wird es gereinigt und geht weg und fertig. Dann brauchen wir das nicht mehr, haben wir es nicht mehr. Ist okay. Und auch wenn es uns ganz, ganz schlecht geht, da drin sind so viele, wir haben so viel Ärger, Wut, Frust. Alles, das sind Wünsche, steht in der Bhagavad Gita drin, die nicht erfüllt worden sind. Man wünscht sich was, man kriegt es nicht, man wird frustriert, irgendwann hat man Ärger und dann irgendwann ist ganz schlimm, man vergisst Krishna komplett. So, man muss tatsächlich eine Stelle finden im Herzen. Ich beschreibe das immer so, dass wie ein Riesenwald. Da sind so viele Bäume und so viele Sachen da drin und Tiere und dies und das und das. In der Bhagavad Gita wird es auch gezeigt, da gibt es diesen Baum. Da sind so viele Wünsche da drin. Und alles das muss abgehackt werden, frei gemacht werden. Und am Ende gibt es nur noch diese freie Erde. Und dann sind man praktisch am Grundboden angekommen. Und diesen Grundboden kann man jetzt entscheiden, was sehe ich jetzt da drin. Wieder Ärger und Lust und Neid und alle diese Sachen. Oder will ich mein Herz frei machen und eine kleine Pflanze da rein tun, die eben mit Krishna-Bewusstsein zu tun hat, mit Liebe zu tun hat, mit Gelassenheit, Loslösung und Vertrauen in Krishna. Und diese kleine Pflanze, die ist da, die kommt dann pschuk, ganz klein und dann sieht man dich und man hat Glück, man empfindet Glück und lässt die wachsen und wachsen und wachsen und alle diese anderen, wie sagt man, Unkraut, was da ab und zu muss man eben immer wieder ausmisten, damit diese kleine schöne Pflanze wachsen kann. Und die kann man betrachten, wie die da drin wächst. Und mehr und mehr und mehr. Und die lässt man wachsen. Und natürlich, weil wir im materiellen Dasein sind, wird immer Unkraut kommen. Immer Dreck, Unkraut. Also, das kann man aber alles weg. Und nur in diesem Krishna-Bewusstsein. Zusammen mit den Devotis, die uns gleichgesinnt sind. Und um das zu schaffen, erklärt Srila Prabhupada, müssen wir bestimmte Aktivitäten nachgehen. Weil sonst vergessen wir das alles. Und diese Aktivitäten sind immer eben jeden Tag Krishna wecken, ihn anziehen, ihn baden, für ihn zu kochen, einkaufen zu gehen, zu kochen für ihn. Lesen, damit wir wissen, was ist das, was wir da machen, warum machen wir das, was wir da machen und alles das. Und dann, wenn wir mit anderen Leuten sprechen, jetzt die Tage hat der Seth da in seiner Offenbach-Gruppe den Hari-Yogi da gezeigt mit der Riesenmähne. Aber trotzdem, das Bild, das ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und das ist, was es aus ihm geworden ist. Ich meine, wenn jemand so viele Haare hat, da kannst du dir vorstellen, da ist ganz schön viel Power drin, weil in den Yogis wird gesagt, die haben den Power in den Haaren. Und wenn diese Haare dann wegrasiert werden, dann gibst du deinen ganzen materiellen Power auf. Ich meine, wenn du dir das anguckst, der sieht ganz schön charmig, charmant aus. Aber das muss man alles abgeben, alles für Krishna. Und was machen wir jetzt? Jetzt sitzen wir alle hier, ich habe gerade mit meinem Mann gesprochen. Eigentlich mein Leben ist ein total Hermiteleben. Ich gehe nirgendwo hin, ich bin immer nur hier, immer nur wo und mache, was ich dafür Krishna machen muss. Ab und zu komme ich hierher, kriege ich mich mit ihm in die Wolle, weil er nicht das macht, was wir abgemacht haben. Aber das ist unser Leben und das ist, was wir machen und weiter ist nichts. Und in uns haben wir so viel Freude und so viel Zukunft und so viel Zuversicht. Und wir haben so viel geschenkt gekriegt, wenn man sich überlegt. Auch mit dem Boris gestern oder heute Morgen haben wir darüber gesprochen. Ich meine, jeder weiß, Boris hat viele Jahre große Schwierigkeiten. Aber man sieht, er verbessert sich. So, heute Morgen habe ich die Tulasi-Arti hat er gemacht, die habe ich komplett gefilmt. Wenn du ihn siehst, wirst du nie denken, wenn er hier rausgeht, dass er so viele Schwierigkeiten hat. Aber er sagt selbst, das bessert sich, das wird besser und besser. Warum? Weil die Devotis alle diesen Mist, den er gemacht hat über die Jahre, einfach
Mach weiter für Krishna. Irgendwann geht das weg. Vorbei. Und wir machen alles, wenn wir alle zurückdenken, was haben wir früher mal gemacht? Was habe ich mal früher gemacht? Das kann ich gar nicht erzählen. Ne, wirklich. Ich meine, vielleicht erzählt man das irgendwann mal, um den Leuten zu beweisen, hey, ich war auch total klar da in dieser materiellen Welt. Aber irgendwie mit Krishnas Hilfe. Hä? Hier geht Zeit, ne? Bitte? Hippie-Zeit, Hippie. Ja, nein, ich war nie ein Hippie. Nee. Trotzdem habe ich viel Blödsinn gemacht. Ah, okay. Ich habe keine Hippie-Zeit gehabt, aber ich habe viel Blödsinn gemacht, auch wie jeder andere auch. Ja, ja. Ja, aber ich habe nicht so Hippie-Zeit gehabt, das habe ich so nicht gehabt. Naja, auf jeden Fall, und wenn man zurückguckt, dann denkt man, da ist ein langer Weg seitdem. Natürlich haben wir gestern auch gesagt, wenn wir nach vorne gucken, da ist der Weg noch länger, bis wir da diese Perfektion bekommen, die uns versprochen wird. Aber wenn man zurückdenkt, woher wir kommen, da haben wir schon ganz schön Fortschritt gemacht. Also muss man davon überzeugt sein. Und Prabhupada erklärt, die Gemeinschaft der Devotis ist das A und O von allem. Weil mit der Gemeinschaft der Devotis sind wir in der, weil natürlich kann man sich mit einem Devoti zusammentun und Blödsinn machen. Aber alle beiden Devotis wissen, das ist nicht der Sinn der Sache. Devotis kommen zusammen, um Krishna zu verehren. Und wenn einer davon Blödsinn macht, dann sagt der andere, hör mal zu, das hat doch mit uns nichts zu tun. Wir sind hier im Krishna-Bewusstsein und deswegen erheben wir uns gegenseitig, automatisch. Und Prabhupada dann erklärt auch, eine Möglichkeit, unter anderem Devotis zu verehren und so weiter, ist, in seine Bücher zu verteilen. Weil erstmal muss man die Bücher lesen, damit man überzeugt ist und den anderen Leuten ein Buch auch anbieten kann und erklären kann, warum das wichtig ist. Außerdem, das ist der Wunsch des Gründer Acharyas. Natürlich kümmert sich Prabhupada um uns und natürlich will er, dass es uns gut geht und alles das. Aber er hat noch ganz andere Pläne als nur du und ich. Seine Pläne sind, dass Krishna-Bewusstsein in der ganzen Welt verbreitet wird. Egal, ob wir jetzt Krishna-bewusst werden oder nicht, ob wir einen schönen Tempel haben und uns gut geht, gutes Prasadam oder so. Wichtig ist diese Mission, dass sie rausgeht in die Welt, damit die Leute alle davon profitieren. Und Prabhupada erklärt auch, wenn wir nur im Tempel sind und das hier alles schön haben, aber diese Bücher nicht verteilen, dann haben wir das Ziel verfehlt. Weil er sagt, unsere Hauptmission ist, das, was wir bekommen haben, anderen weiterzugeben. Und wenn wir das nicht an anderen geben, nur für uns behalten, ist schön für uns, macht ein angenehmes Leben. Aber das ist nicht die Mission, die Prabhupada uns gegeben hat. Und für die ISKCON ist er der Gründer Acharya für alle Zeiten. Der einzige für alle Zeiten, es wird niemals jemand geben in der ISKCON, der sagen kann, ich bin jetzt Prabhupada, weil der Acharya, ich bin jetzt der Nächste. Das wird es nicht geben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Dass alle diese Gurus, die es jetzt gibt, die sind nur Diener dieser Mission. Die werden niemals, auch wenn manche sehr fortgeschritten sind und sehr erhaben sind, ich meine, wir haben ja ein paar, wir kennen ja ein paar, ihr seid jung, ihr kennt noch nicht so viele, aber ich, Manga, ich nehme an, Boris auch, wir kennen manche persönlich. Das sind heilige Personen, die heilig sind in dieser Welt und eigentlich die dazu beitragen, dass das ganze weltliche Geschehen erhalten bleibt und es nicht noch schlimmer ist, als es bereits schon ist im Kali Yuga. Und die kennen wir persönlich. Das ist ja unglaublich. Manchmal, deswegen ist es für mich wichtig, dass wir die Gurus, die von euch hier haben, ist sogar der Natsumi überhaupt da? Ja. Ja. Dass die da sind, weil wie gesagt, ich kenne die alle persönlich und ich weiß, wie wichtig die sind, auch in meinem Leben. Mein Guru ist Srila Prabhupada. Aber das sind alles meine Gottbrüder und meine Gottschwester. Und die unterstützen mich, die inspirieren mich. Und mit dem habe ich auch die Möglichkeit, denen auch einen Respekt zu erweisen. Aber so wie das hier, das ist der Gründer Acharya.
Und das sind nur deren Diener, die seine Mission verbreiten. Und wir sind den Dienern von diesen. Diese Person wird nie Srila Prabhupadas Position einnehmen. Niemals. Auch in der Zukunft nicht. Das wird immer nur eine Parampara sein. Das muss man alles verstehen. Und wichtig ist, damit die anderen Generationen diese Erbschaft nicht vergessen und denken, oh, ich bin jetzt so Krishna bewusst, ich mache das jetzt. Außerdem, Prabhupada ist ein alter Inder Schaman, er hatte keine Ahnung. Jetzt ist die moderne Welt, ich weiß, wie man das besser macht. Das gibt genug Leute, die immer denken, wenn ich das so mache, werde ich das viel besser machen als die Dinasharana in dem Tempel oder der Prabhupada oder wer auch immer. Weil meine Idee ist besser als alle anderen. Kann sein natürlich, dass jemand sehr kreativ ist und gut was kann und das vielleicht auch manche Sachen besser machen wird. Alles gut. Aber wenn er denkt, sobald er im Kopf denkt, ich mache das besser, kannst du sicher sein, dass er ein Problem hat und der Fall mit Sicherheit sich anbahnt und kommt. Das heißt, wichtig ist, dass man sich fügt und dass man das, was man besser kann, Krishna opfert und dann kann es vielleicht umgesetzt werden und eine tolle Sache werden. Okay, aber das ist ganz, ganz wichtig, in welchem Bewusstsein das alles gemacht wird. Mhm. Weil diese unterschwellige, wie gesagt, wir sind alle von Lust und Neid betroffen und Lust und Neid wirkt auch im spirituellen Leben. Und wenn das wirkt, zum Beispiel Prabhupada hat mal gesagt, wir verteilen Prasadam an alle armen Leute. Aber arme Leute, wenn er das sagt, das heißt nicht Leute, die kein Geld haben. Das heißt, weil wir alle arm sind, weil wir kein spirituelles Bewusstsein haben. Wir sind alle arm, auch wenn jemand Millionär ist, der braucht Prasadam, weil er arm ist. Er muss Krishna-Bewusstsein bekommen. Das heißt, wir machen nicht die armen Leute jetzt, weil der in der Gasse liegt oder gerade ein Krieg war oder Erdbeben war und deswegen gehen wir alle dahin und so und helfen. Natürlich machen wir das auch, wenn es möglich ist, machen wir das auch. Aber wir müssen der ganzen Menschheit helfen. Die alles haben, was sie denn materiell haben, sind auch genauso arm dran als alle anderen auch, weil die kein Krishna-Bewusstsein haben. Und daher hat Prabhupada gesagt, wir sind keine Wohltätigkeitsbewegung. Unsere Arbeit ist nicht, die armen Leute, die kein Geld haben, zu füttern. Sicher machen wir das, wenn sie es können. Wenn du jetzt einen Tempel in der Stadt hast und dann gibt es, dann muss man denen das geben. Das ist normal. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, an jeden das zu geben. Und er sagt dann noch dazu, alle diese Wohltätigkeit, was das macht, ist, wenn man sich in dieser besonderen Art von Wohltätigkeit sich engagiert, dann wird man sehr stolz darüber. Weil alle Leute finden dich super gut, weil du ja so viel Herz hast für arme Leute und dich so eingebringst. Und das macht einen unheimlich stolz. Und Prabhupada sagt, diesen Stolz ist für die Devotis tödlich. Das ist tödlich. Weil unsere Arbeit ist nur, Krishna-Bewusstsein den Leuten zu geben, auf wie auch immer, wo auch immer es möglich ist, das zu machen. Das ist unser Augenmerk. Krishna zu dienen und anderen Leuten diesen Dienst an Krishna weitergeben zu können, indem sie eben die Bücher bekommen, Prasadam bekommen, Kirtan hören, eingeladen werden, alles das. Aber nicht, weil wir so toll sind, sondern nur, weil wir wissen, alle Leute, ob die arm sind oder Millionäre sind, die leiden alle in diesem materiellen Dasein. Für Krishna ist es kein Unterschied, ob jemand arm oder Millionär ist. Es ist kein Unterschied für ihn. Aber der Unterschied ist, dass wir alle in diesem materiellen Dasein leiden, weil wir kein Krishna haben, weil wir Krishna vermissen. Und alle suchen Krishna hier und da. Vielleicht gehe ich in den Club und finde den Mann meines Lebens, den oder dies, oder ich lerne jetzt was Tolles und wenn ich einen guten Beruf habe, dann natürlich müssen wir das alles machen, weil das
solange sie das in Krishnas Dienst stellen können. Es ist gut, alles gut. Aber darum geht es nicht. Und alle diese Suche nach Liebe, nach ideales Leben, nach dieser Sehnsucht, die jeder Mensch hat, die ist ewig da. Ewig da. Weil wir ewig nach Krishna suchen. Und wenn wir dann einmal Krishna gefunden haben, dann wird diese Sehnsucht noch größer, weil wir versuchen, noch enger mit Krishna zusammenzukommen. Und wir lernen ja, dass auch in der, im Krishna-Buch, wenn sogar Radharani oder die Gopis zu stolz werden und denken, oh, jetzt habe ich Krishna an meiner Seite, dann drehen sie sich um, der ist schon weg. Mhm. Das heißt, diese ewige Sehnsucht für Krishna, das ist, was uns eigentlich treibt und immer uns motiviert, weiter zu machen. Und das ist ein super Gefühl. Okay, möchtet ihr was fragen? Irgendwas? Bitte. Ich habe keine Frage, aber nur was zu erzählen, was du so, weil du gesagt hast, alles ist unter Krishnas Kontrolle. Und heute Morgen eigentlich sollten wir früher Daniel Abramo abholen und ich und Lutscher, weil Lutscher hat übernachtet bei uns. Okay. Und ich musste was dringend machen und danach, wir sind angefangen und ich habe einen Weg zum A3 Autobahn zu kommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine Süßigkeit, ich gehe mich zu dieser Tankstelle, einen Saft für meinen Zucker zu kaufen. Mhm. Sonst, aber sonst, ich gehe nie in diesen Weg. Ja. Und dann, wir waren zur Tankstelle, ich habe was Süß genommen. Dann ist es weitergegangen im Weg die Autobahn und da Polizisten. Da kommt auch ein Auto vor uns. Polizist hat ihn nur gelassen. Und dann sieht er zu uns zwei. Ja, drei junge Männer im Auto. Ja, nee, er war nur Lutsch und ich. Achso, nur im Bett. Ja, ja, okay. So, ja. Und dann wir kommen und da kommt auf der so Seite, es war viel Polizisten, so ich glaube 10 Stück. Und dann da kommt eine Frau, eine Blondine. Und ja, ich habe gestoppt, feste Route, Maske an, guten Tag, wie geht's? Weil die Leute sind manchmal so, oh, ich habe gesagt, oh, guten Tag, wie geht's, alles gut? Und dann sie gesagt, ja, alles gut, wir machen die Kontrolle, bitte Ausweis, Führerschein und so weiter. Ja, wofür Kontrolle? Wegen dem Virus oder wofür? Einfach die Kontrolle. Okay. Irgendwas, aber. Und dann sie sagt, wo geht euch Jungs? Ich habe gesagt, sofort, wir gehen zum Tempel. Und ich habe gesagt, wir gehen zum Tempel, wir praktizieren Bhakti Yoga oder hast du gehört von die Hare Krishna? Ja, ich interessiere mich so, schon für welche Sachen. Und ich habe gesagt, hast du gehört von die Mantra, Hare Krishna und so? Ja, ich habe gehört. Ich habe gesagt, wir haben einen Tempel da man kann so spazieren gehen, chanten, meditieren, es ist ein schöner Platz im Wald. Und so, dann habe ich auf dem Smartphone gezeigt, diese Fotos von unserem Altar und so. Und sie hat DJs gesehen und alles. Aber Mist, ich habe vergessen, dass ich ein Bhagavad Gita im Koffer habe. Ich konnte sie geben, das war Mist. Aber ich habe gesagt, das ist Internet, schon eine Society für Krishna. Da siehst du, diese Bücher muss man immer dabei haben. Ja, ich habe sogar 2 Stück. Ja. Aber, ja. Und dann, die Gewohnheit, weißt du, wenn du es oft machst, dann denkst du doch. Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst, weil sie wohnt irgendwo in einem Ort in Nähe. Ja. Ich habe gesagt, jede erste Samstag. Nicht jetzt, aber und du kannst auch Einladungen mitnehmen, da steht es drin, dann kann man dir das geben. Das wir haben in der Schublade so eine ganze Kiste voll. Ich habe auch eine. Aber da habe ich gesagt, okay, jeden ersten Samstag im Monat, wir haben ein Fest, wo wir machen so Chanten, wir haben ein Kinder, Banjo, Musik, also Gespräch über Yoga, Karma, Reinkarnation. Wenn du findest, so wäre es interessant, bitte komm, okay, jetzt nicht in dieser Zeit, aber normalerweise, und kannst du für uns auf Internet suchen. Sie haben gesagt, ja, super, mache ich und so weiter. Ja. Und dann ist sie weitergegangen. Sie haben gesagt, okay, ganz, ja. Weiter. Klar. Und, so,
Und dann wirklich, ich würde nie in diese Wege gehen, aber Krishna, Krishna wollte, dass sie sieht. Ja. So, ja. Krishna hat sich dahin geschickt. Ich habe auch so eine Geschichte. Ich bin jetzt schon über die Zeit. Mal gucken. Daniela, du hast noch nichts gesagt. Gibt es was? Frage? Irgendwas? Alles okay? Ja? Boris, ja? Kleine Frage. Hatte ich auch schon im WhatsApp gestellt. Wie es Jayapataka Maharaj geht, wie das also, aussieht, ob du das weißt. Ich kann dir das so genau nicht sagen, aber wenn es ihm schlecht ginge, würde ich das wissen. Okay. Und das Letzte, was ich gehört habe, wenn er eine bestimmte Zeit ohne Problem besteht, dann ist alles gut. Und wir haben nichts gehört, dass, also in der GBC-Konferenz, wir sind täglich im Kontakt, täglich. Okay. Und er hat gerade gestern so einen Text geschrieben, also muss es ihm gut gehen. Schön, schön. Ja? Ja. Aber danke der Nachfrage. Nur bevor ich gehe, ich bin ja jetzt total in Macht, aber nichts. Ich erzähle das auch noch. Das, wie ihr wisst, jeden zweiten Freitag treffe ich mich in Vaishnavi Sangha mit den Matajis. Von 10 bis 11.30 Uhr. Und das machen wir ja schon mehrere Monate, jetzt ein Jahr vielleicht schon oder so fast. Auf jeden Fall. Und da natürlich kommen Fragen und wir erzählen spontan einfach. Und da gibt's, und da habe ich diese Geschichte schon mal erzählt, dass ich früher, war ich ja auch ein Sankirtan-Devoti, und dann bin ich in dem Van, also im Auto gegangen und wir sind gefahren und wir werden abgeladen irgendwo in einem Dorf und dann nächsten Dorf ein anderer, nächsten Dorf ein anderer und abends nach 5 Uhr kommt das Van wieder und sammelt uns wieder ein. Und da musst du bist du den ganzen Tag mit richtig 2 Taschen voll wie ein Esel, voller Bücher und am Abend um 5 Uhr müssen die verteilt sein. Und du musst auch, damals war das so, auch eine bestimmte Menge an Geld mitbringen. Und so weiter. Das war schon, naja, waren andere Zeiten, aber diese Zeiten haben uns Krishna bewusst gemacht. Trotz aller Kritik, die man dazu äußern könnte. Naja, auf jeden Fall haben die mich in ein Dorf gelassen. Der Dorf hatte 5 Häuser. Das habe ich mal erzählt, oder? Ja, 5 Häuser hier, 3 da. 50 Bücher. Ja, und ich so gepackt. Und die Straße geht geradeaus und am Ende kein Haus mehr, nix. Und der Dorf komplett leer, also ich weiß nicht, was... hier in Deutschland? Oder? Ja, hier in Deutschland. Ich weiß nicht, was mit dem Dorf war. Entweder waren die alle bei der Arbeit oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall komplett leer, nix. Und ich mit diesen Sachen. Und dann dachte ich mir, okay, Krishna, was mache ich jetzt? Na? Das war 10 Uhr morgens, glaube ich, und bis 5 Uhr abends. Naja gut, dann habe ich gesagt, ja, was mache ich jetzt? Ich laufe dahin und laufe zurück und dann laufe ich wieder und so und bis sie mich abholen. Und dann habe ich das so gemacht und dann bin ich bis Ende der Straße gelaufen. Und am Ende der Straße war so ein Hügel und da war ein Baum mit einer Bank und da saß eine Person. Du musst dir mal vorstellen, alles leer, da dieser Hügel, da oben die Person. Also schleppe ich mich da hoch, komme da an, eine alte Frau, vielleicht 80 Jahre alt oder so, blind. So, und dann komme ich da an, was mache ich jetzt? Meine Bücher. Ja, naja, auf jeden Fall, ich mache das Gleiche wie du mit dieser jetzt, diese Geschichte. Ich fange einfach mal zu erzählen und so. Und die Frau sagt, oh, das hört sich an. Also die war wie im Film von dem, was ich ihr erzählt habe. Dann wollte sie wissen, wie ich aussehe, hat sie mich angefasst. Und das Sari und also, naja. Hast du die Sari komplett? Wir sind nur im Sari gegangen. Das ist eine neue Mode da ohne Sari. Wir besaßen gar keine andere Kleidung. Ihr seid... naja, auf jeden Fall. Und dann
sag ich hier, und dann fragt sie mich, was ich mache. Ich sage, ja, ich mache das. Ich habe ihr erzählt, jetzt bin ich bis 5 Uhr hier und muss diese Bücher verteilen. Und dann sagt sie, aha, und dann erzähle ich ihr über die Bhagavad Gita und plötzlich ruft sie, Maria, Maria! Und da kommt Maria. Das ist die Dienerin. Eine Frau, maybe vielleicht 30, 40 Jahre alt oder so. Maria, bring, damals haben wir 5 Mark, waren es noch Mark, bring 5 Mark, gib ihr 5 Mark für dieses Buch. Und die Maria sagt, wofür willst du dieses Buch haben? Du kannst ja gar nicht sehen. Und dann sagt die alte Frau, aber du kannst mir jeden Tag was daraus lesen. So, und dann hat die Maria, die war natürlich, hat Geld geholt, ein Bhagavad Gita, das war damals noch mit dem roten Cover, sehr schön, dieses rote Poster, deswegen mag ich dieses rote so sehr. Naja, und ich habe ein Buch verteilt, 5 Mark gekriegt und das war mein Tag. Ein Jahr später, das gleiche, nochmal, werde ich an der gleichen Stelle nochmal abgesetzt. Bitte. Und ich natürlich gehe sofort dahin, da oben wieder Hügel, Baum, Bank, jemand sitzt da oben. Da gehe ich wieder dahin. Wer sitzt da? Die Maria. Und was macht die? Die liest die Bhagavad Gita. Und da habe ich gesagt, was ist denn los? Ich sag, dann sagt sie mir, 3 Tage nachdem ich da war, ist die alte Frau gestorben. Und sie hat 24 Stunden am Tag von ihr verlangt, da zu lesen. Und sie hat gesagt, die alte Frau hat der Maria gesagt, wenn du mir versprichst, dass du bis Rest deines Lebens dieses Buch liest, vererbe ich dir mein Haus. Dann kannst du hier für Ende des Lebens leben, aber du versprichst mir, dass du aus diesem Buch liest. Und die alte Frau ist gestorben nach 3 Tagen und die Maria saß da und liest Bhagavad Gita. Das ist so eine tolle Geschichte. So, ich mache jetzt Schluss. Ich bin jetzt 20 Minuten spät. Das ist, was Krishna macht. Das vergisst du nie. Ich habe so ein paar Geschichten, so noch ein paar andere Geschichten, aber das ist eine davon. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna.